So, hallo ihr Lieben. Willkommen zurück zu Ark Extinction. Wir sind hier das letzte Mal nach unten geflogen in diese abgestürzte Welt. Wir wollten jetzt hier noch schnell diese Entdeckernotiz mitnehmen. Und dann hier weiter erkunden. Ich habe mittlerweile mich auch mal ein bisschen erkundigt nach den neuen Tierchen, die wir hier so schon gesehen haben. Und welche vielleicht sinnvoll sind zu zähmen. Das hier hat man ganz am Anfang schon mal gesehen. Deswegen habe ich da auch schon mal geguckt, wie das aussieht, ob man den zähmen kann und was der so für Nutzen hat. Und ja, würde ich tatsächlich auch zähmen wollen. Nur nicht Level 12. So wie der. Muss nicht sein. Aber ansonsten ist er wirklich eigentlich sehr, sehr nützlich, wie ich herausgefunden habe. Was ich auch gerade gesehen habe, Kunigunde hat gar kein Fleisch mehr. Das heißt, wir machen hier mal den Dilo platt, dass er was zu fressen hat. Kommt sie erstmal ein Stück voran. Ansonsten hatte ich geguckt nach den Schneeeulen. Die stehen ganz oben auf meiner Liste tatsächlich. An zu zähmenden Tierchen. Dann den Managababablaps. Ich nenne ihn Manager, ja. Diesen Eis. Ja, Frost, Strahl, Atem, speienden, Wyvern-ähnlichen, irgendwas, ja. Kann man auch zähmen. Allerdings habe ich jetzt noch nicht ganz so verstanden, was der mir wirklich nützen soll. Also ich finde den eigentlich, ja, nicht sonderlich sinnvoll zu haben. Level 44. Deswegen würde ich den jetzt, also irgendwie früher oder später, ja, zählen wir dem. Einfach, dass wir mal einen haben. Aber ist jetzt, oh, 116. Steht jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste. So, 116. Wisst ihr was? Müssen wir eigentlich probieren. Die Frage ist, ich glaube, der ist passiv zu zähmen. Und wenn mich nicht alles täuscht, mit seltenen Blumen, die ich nämlich gerade nicht habe. Ne, mal gucken, wenn ich an den rangehe. Der kämpft gerade auch gegen einen Raptor. Das ist jetzt vielleicht unpraktisch, aber der müsste das eigentlich schaffen, denke ich. Kunigunde? Komm mal mit. Komm mal mit! Raptor, ich will den anderen nicht treffen. Aber der müsste den jetzt eigentlich tot kriegen. Gehe ich mal von aus. Jetzt rennt er wieder weg. Warum macht denn jetzt hier die tolle Rolle nicht? Jetzt macht er sie, wenn er gar nicht mehr dabei ist. Komm, ich will den blöden Raptor hier töten. Ich komme runter, gleich nochmal was zu fressen. Nochmal. Das sind aber viele Kompis. Aber eher ungewöhnlich, dass dann tatsächlich so viele da sind. So, Level up. Da habe ich mich auch schon wieder so sehr ablenken lassen von allem. Manchmal aber auch, ja. So, aber seltene Blumen hat man ja schon festgestellt. Haben wir, glaube ich, keine. Ich weiß jetzt auch auf Anhieb nicht unbedingt, wo ich die herkriege.
schon wieder ein Kombi. Ich würde auch noch mal gucken, wie man den hier jetzt ziehen muss. Ach, ich glaube, dem musste man das eigentlich nur vor die Füße werfen. Irgendwas vor die Füße werfen. Und dann kann man den zähmen. Am effektivsten waren aber, glaube ich, die seltenen Blumen. Sind aber auch hartnäckig irgendwie die Viecher neuerdings. So, dir brauche ich aber jetzt, glaube ich, das Fleisch nicht vor die Füße werfen, weil das würde dann, glaube ich, nichts bringen. Würdest du das hier fressen? Keine Ahnung. Kann ich nicht mal auf die Null legen, oder was? Kann ich nicht mal auf die Null legen. Also mit dem Ding würde es nicht gehen. Seltene Blumen, naja. Wo gab es die gleich nochmal? Sumpf, ne? Also den müssen wir uns merken. Ich glaube, den finden wir auch relativ easy wieder. Hier direkt die größere Fläche am Fuße des versunkenen Obelisken. Ich glaube, hier, das sind auch nur Kristalldingens. Da werde ich keine seltenen Blumen von rauskriegen, oder? Und diese fragmentierten grünen Edelsteine werde ich... kann ich auch nicht auf die Null legen. Dass ich das versuchen könnte. Die Morphodon. Oh, hier geht es noch weiter runter. Schau ich das mal an. Auch wieder so ein Gacha. Level 80. Und hier gibt's Biber. Ist ja auch cool. Will ich jetzt aber erstmal nicht. Guck mal, ob man nicht doch irgendwie an seltene Blumen kommen. Der Pteranodon ist übrigens ein bisschen überladen. Das müssen wir gleich mal ändern. Ich würde hier mal kurz landen. Und dann das Ganze ein bisschen sortieren. Ja, auch einen Haufen Zeug wieder drin, was wir überhaupt nicht brauchen. Steine kriegen wir oben auch wieder. Genauso wie Kristall. Ja. Ich weiß ja immer gar nicht, was ich wegwerfen soll. So viel Quark manchmal. Stroh kriegen wir auch oben. Also die ganzen Ressourcen hier, das kriegen wir eigentlich auch oben wieder. Das Leder würde ich behalten. Aber sonst... kriege ich aus... den Kristallklumpen vielleicht noch seltene Blumen. Ich habe wirklich irgendwie überhaupt nicht gemerkt, wo man seltene Blumen jetzt herbekommen hatte. Aus dem Sumpf, ja. Ich glaube, das steht fest. Hier unten ist es auch schon noch recht idyllisch. Es erinnert einem ein bisschen an Aberration. Ja, das kann also unter Umständen auch schnell in einen Lagerkoller übergehen. Aber ansonsten ist es doch ganz hübsch hier unten. Hier so mit dem Wasser. Ist doch nett. Frag mich, wie weit ich hier reingehen kann. Ich gucke gleich mal auf die Karte, wo wir jetzt sind. Weil es wäre schon ziemlich krass,
Wenn diese unterirdische Welt auch noch mal genauso groß wäre wie die überirdische. Heißt das so? Überirdisch? Die Welt an der Oberfläche? An der Oberfläche, genau. Karte. Na gut, nee. Da sind wir jetzt hier schon am Rand. Da haben wir doch ein großes Stück schon aufgedeckt. Tatsächlich, ne? Gucken wir halt die Gegend hier noch ein bisschen an. Und dann könnten wir ja mal überlegen, was wir uns tatsächlich als erstes ziehen. Also wie gesagt, die Schneeeule steht bei mir ziemlich weit oben auf der Liste. Und auch so ein Velanosaurus hieß der, glaube ich. Hier dieses kratzbürstige Tier aus der Wüste. Sieht ja hübsch aus hier. Doch. Aber das müsste, glaube ich, auch wieder die Stelle sein, wo wir reingekommen sind. Ja, genau. Gut. Ja, und wie gesagt, auch der Gacha. Den sollten wir uns auf jeden Fall mitholen. Dafür brauche ich aber, wie gesagt, glaube ich, die seltenen Blumen. Ich glaube, Bären gehen nicht so ohne weiteres. Ich kann es ja nochmal probieren, indem ich ein paar Bären sammle und versuche, die dem vor die Füße zu werfen. Das müsste der da unten gewesen sein. Ich sammle hier mal ein paar Bären auf und dann guck mal, was damit funktionieren würde. Darf nicht zu nah an den Chali da vorne kommen. Der nimmt mir das sonst mit Sicherheit übel. Seltene Blumen. Also wir wüssten ja theoretisch sogar, wo ein Sumpfgebiet ist, nämlich in der Stadt. So sumpfartig zumindest. Also ich würde davon ausgehen, dass es da auch die Büsche gibt, die man braucht für die seltenen Blumen. Ich höre irgendwas. Da ist auch so ein Schalli. Gut. Wir gucken mal, ob das mit den Bären gehen würde. Wie werfe ich die denn dann vor die Füße? Geht ja eigentlich gar nicht. Also mir war so, von dem, was ich gelesen habe, ich muss auch ehrlich zugeben, was so in der Wiki zu den neuen Viechern stand, das war alles sehr stümperhaft geschrieben. Deswegen will ich da noch gar nicht unbedingt drauf vertrauen, dass das so alles stimmt. Guten Tag, der Herr. Wenn ich ihm jetzt hier so ein Ding hin... Das geht ja schlecht. Das geht ja schlecht zu werfen. Weil, ne? Honig geht zu werfen. Aber ansonsten lege ich dem das ja alles hier irgendwie nur hin. Also der war auf jeden Fall passiv zu zähmen. Ich kriege hier halt nichts angezeigt. Keine Aufforderung. Oder es geht tatsächlich nur mit seltenen Blumen. Aber
Aber die kann ich doch auch nicht ihm vor den Latz werfen, oder? Ah, da werde ich wohl nochmal nachgucken müssen. Ich dachte, ich hatte mir das ganz gut gemerkt. Aber entweder Fehlinformationen oder ich habe es mir doch nicht gemerkt. Eins von beiden oder beides zusammen. So, dann fliegen wir halt hier erstmal wieder raus. Und genau, dann ist halt die Überlegung, was man als nächstes tatsächlich zähmt. So, da gibt es erstmal Wasser. Da würde ich mal versuchen, mein Wasserglas aufzufüllen. Und es wäre dann natürlich auch ein ziemlich weiter Weg, den Gacha nach Hause zu bringen. Eine Sache müsste man natürlich auch machen. Unsere Tiere in der Basis noch ein bisschen absichern. Weil so ganz ohne Gehege ist das dann doch nicht so ideal, wahrscheinlich, die da stehen zu lassen. Wurde mir jetzt schon von euch gesagt, aber ich habe es mir mittlerweile auch selbst zusammenreimen können. Also das steht auch auf unserer To-Do-Liste, aber ich glaube, das mit dem Gehege mache ich vielleicht auch mal außerhalb der Aufnahme. Ich glaube nicht, dass ihr da unbedingt zugucken wollt, wie ich da ein nicht sonderlich schönes Gehege einfach da mal hinzimmere. Weil wirklich schön bauen werde ich das nicht. Hier bei Extinction habe ich nicht den Anspruch. Oh, was war denn jetzt? habe ich nicht unbedingt den Anspruch, jetzt super schön zu bauen. Dafür gab es andere Spiele. Ich tanke nochmal Ausdauer, bevor ich jetzt hier weiterfliege. So, jetzt sind wir wieder in der Stadt. Das Spiel ruckelt auch gleich wieder ein bisschen mehr. Wir können ja mal da im Sumpfgebiet gucken. Mal ganz schnell. Wir sind ja relativ schnell hier unterwegs mit dem Pteranodon. Wir da irgendwie so eine Pflanze mal finden. Wenn ich natürlich jetzt auch das Sumpfgebiet finde. Müsste, glaube ich, hier in der Richtung gewesen sein. Ausdauer ist gleich wieder alle. Aufpassen. Notlandung. Das hier sieht doch nach einer relativ guten Stelle aus dafür.
So, das war ein Ausgang. Okay, dann war das hier oben irgendwie. Ah, ein bisschen verwirrt bin ich ja schon. Aber das ist ja auch nichts Neues. Kennt man inzwischen. Genau, so. Hier gibt's Schlangen, wie ich höre. Die wollen auch was von uns. Aber das hat ihnen nicht so viel gebracht. So. Gut, also machen wir hier noch mal ein bisschen. Und für uns gibt es da auch ein paar Leben. Müssen wir mal gucken, ob es hier diese Pflanzen gibt. Das sind auch noch ganz normale. Aus denen kriege ich das nicht. Das müssten eigentlich diese blau aussehenden Pflanzen sein. Schon wieder überladen hier. Schmeißen das hier mal alles weg. So richtiges Sumpfgebiet ist es ja auch wieder nicht, ne? Ja, gibt es auch einen Biberdamm, das heißt, ihr müsst auch Biber geben. Ja, da vorne ist hier sogar einer. Bin da nicht festgestellt. Level 8. Theoretisch müsste ich mir halt auch mal einen da von denen holen. Wenn ich meine Basis tatsächlich ein bisschen ausbauen möchte. Würde das nicht schaden. Hier aber nur einer in der Nähe. Das nützt mir ja dann nichts.